So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Hinter mir ist noch ein Stargast. Da ist nämlich das Muttertier. Die macht gerade so eine Beutelpfanne. Was ist das eigentlich? Beutelpfanne? Das ist irgendwas mit Nudeln und Fleisch oder? Ja, aus Hähnchenfleisch. Mit Brokkoli, Tagliatelle oder was das sein soll. Irgendwelche komischen Nudeln, die aussehen wie ein Hahnkamm. Adi ist jetzt auch da, der ist jetzt hier oben auf dem Schrank. Und ich habe was ganz Besonderes zum Testen. Das sind die zwei Flaschen hier. Das ist Sternburg Hanfradler. Blöd gucken in die Kamera. Wir haben einmal ein gekühltes altes und wir haben einmal ein neues warmes. Weil das stand im Kühlschrank und das ist schon seit 8.22 abgelaufen. Und das ist neu und frisch, wurde nachgeschickt, stand nicht im Kühlschrank und ist bis 5.23 haltbar. Die möchte ich jetzt mal aufmachen. Ich habe nämlich zwei kalte und zwei warme. Möchte ich jetzt probieren. Wenn ich dann bei Chill mit Ramses am Montagabend die zwei anderen vielleicht trinken kann oder ich gebe der Mama eine Flasche mit, weiß ich noch nicht. Wir machen jetzt mal hier auf die... Wir machen mal die neue warme zuerst auf. Das gekühlte schmeckt nämlich bestimmt besser. So, den Rest kann man dann wieder suchen. Sternburg kennt ihr ja vielleicht, sagen alle, ist das Assi-Bier. Das ist jetzt hier schön in so Regenbogenfarben. Sternburg Hanfradler. Biermischgetränk aus 56% Erfrischungsgetränk mit Hanfsamenextrakt und 44% Sternburg Export Bier. Gibt ja Pilz, Export, Anas. Ich habe jetzt hier die zwei Berliner Luftgläschen. Da möchte ich jetzt, eigentlich schenkt man darin kein Bier ein. Ich mache das aber trotzdem jetzt. Einmal einschenken für mich, einmal einschenken fürs Muttertier. Der ihr Glas ist sacknass, das hat sie vorher nochmal abgewaschen. Nicht, dass da die Katze dran war oder irgendwelcher Besuch da reingekotzt hat. Das ist ganz wichtig. Hier ist mal dein Gläschen. Wir können mal kurz anstoßen, dann schiebst du es hier hin. Sieht aus wie Sekt. Ja, sieht aus wie Sekt. Weil sprudelt, oder? Sprudelt ein bisschen, hat eine sehr helle Farbe. Sieht also wirklich aus wie so Pfirsichsekt. Egal, jeder Sekt sieht irgendwie so aus. Egal, ob das Pfirsichsekt ist oder was anderes. Riecht? Riecht auch nicht nach Bier. Riecht irgendwie anders. Ist halt ein Radler. Es ist ja kein Hanfbier, es ist Hanfradler. Also es hat sowieso eine kleine säuerliche Note. Aber riecht auch irgendwie wie Sekt. Na egal, wir probieren jetzt mal das neue, warme Sternburg Hanfradler. Ja, so was sagst du? Du bist ja Gast, deswegen, ich kann ja nicht einfach reinreden. Naja, ich habe schon Schlechteres getrunken. Aber auch schon Besseres. Ja, an der Radler habe ich eigentlich so gut wie noch gar nicht getrunken, wenn einmal. Beim Tasting vielleicht. Naja, Radler. Aber ja, ein bisschen schmeckt es nach Bier und dann kommt halt ein bisschen das Zitronige, aber halt nicht so sehr. Aber trotzdem, man kann es trinken, das ist jetzt nicht so, wie ich es gedacht habe. Ich dachte, es wäre vielleicht widerlicher. Ja, gefühlt schmeckt es halt einfach wie ein Radler erstmal, ja. Weil Radler kannst du ja nicht viel falsch machen. Radler ist ja einfach eigentlich Zitronenlimonade mit Bier gemischt und das hat halt so eine leicht säuerliche Note und ja. Manchmal ist es mehr Limo drin, manchmal mehr Bier drin, je nachdem wer wie wo was mischt. Und dieses Hanfsamenextrakt ist halt irgendwo da, aber unterscheidet sich halt trotzdem jetzt nicht großartig vom normalen Radler. Wir müssen mal das Gekühlte aufmachen. Ich glaube, da merkt man einen anderen Unterschied. Da merkt ihr schon, das ist das alte und das alte, kalte, abgelaufene. Da ist ordentlich Bums hin da. Das finde ich richtig gut. Das müsste jetzt ein Gaumenschmaus sein. Deswegen tue ich nochmal so. Sucht der Adi gerade den Stöpsel. Das ist mir letztens aufgefallen. Ja, ich habe letztens irgendwelche Flaschen aufgemacht, da sind vier Stöpsel rumgeflogen und nachts habe ich mich gewundert, wieso es immer so in der Küche rumklimpert. Da hat er die Stöpsel dann gejagt unterm Tisch, weil ich vergessen habe, die aufzuheben. So, das ist die gekühlte Version vom Sternburg Hanfradler. Prost! Prost. Hm.
Ja. Ich finde, hat es vorhin noch. Also, mir hat es vorhin besser geschmeckt noch. Jetzt ist es, wenn es so kalt ist, da kommt dieses Bier, dieses Fassige oder keine Ahnung. Das Fassige? Das Fassige kommt da durch. Ich würde auch fast sogar sagen, dass es vorhin besser geschmeckt hat als so kalt, aber ich bin überhaupt gar kein Radler-Fan. Also ich glaube, Radler ist jetzt wirklich gar nicht so meins, wenn die Leute mal Radler und ich, nee, dann lieber so ein Bananenweizen oder so mit fruchtig, richtig schön, aber diese Zitronensachen. Aber besser als alkoholfrei, jetzt schmeckt es auf jeden Fall. Ja, denn die Mama sagt auch immer, wenn, dann muss es knallen, ne? Ich sag, wenn du nicht umsonst die Platte zu. Etikett finde ich trotzdem eigentlich ganz cool. Kann man ja mal probieren, kann man ja mal testen. Kennt ihr das Sternburg Hanfradler? Habt ihr das schon mal probiert? Habt ihr das schon mal gesehen? Mit Hanfsamenextrakt. Also, wer Radler-Fan ist, der kann das ja trinken. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ist ein Hingucker auf jeder Party. So, ich trinke meinen Radler und du so, ich trinke meinen Hanfradler. Und alle so, wo hast du das denn her? Ja. Aber ansonsten weiß ich nicht. Unterscheidet sich meiner Meinung nach nicht groß vom normalen Radler. Deswegen einmal probieren, würde ich mir jetzt aber nicht kästenweise kaufen. Was aber dann nur daran liegt, dass es halt eben ein Radler ist. So. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Muttertier, ne? Ja, ciao. Ich bin ja immer noch hier am Trinken an dem Gläschen, ne? Ist ja klar. Ich dachte, du schimpfst jetzt und sagst, das heißt nicht immer Rips, aber alles gut. Du doch sowieso, ob ich schimpf oder nicht. Also, don't touch that mouse, genau, so muss man das machen. Ich habe ja gedacht, du machst das auch zum Abschluss und alle freuen sich. Da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich wollte es eigentlich ganz ausdrücken, aber es ist so kalt, dass... Jetzt gerade nicht. Das legt sich voll auf den Magen, ne? Ice cold, fridge.